Hören Teil 3. Sie sitzen in der U-Bahn und hören, wie sich zwei Frauen unterhalten. Mensch, Gabi, das ist ja eine Überraschung. Ich hab dich ja seit dem Abi nicht mehr gesehen. Ich hab gehört, du bist Pilotin geworden. Hallo, Laura. Ja, ich bin gerade auf dem Weg zum Flughafen. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Irre. Erzähl doch mal. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, Pilotin zu werden? Du weißt doch, mein Vater und meine Mutter sind oft ins Flughafencafé nach Frankfurt gefahren, weil es immer so schön war. Da habe ich oft auf der Besucherterrasse gestanden und mich immer gefragt, warum fliegt ein Flugzeug eigentlich? Wie steuert man überhaupt eins? Naja, und so wollte ich Pilotin werden und habe die Ausbildung gemacht. Das stelle ich mir sehr schwierig vor. Wie kommst du mit den Arbeitszeiten klar? Och, weißt du, man gewöhnt sich daran. So schwer ist das eigentlich nicht. Natürlich sitzt man sehr lange im Cockpit. Deshalb sollte man auch regelmäßig Sport treiben, damit man einen Ausgleich hat. Schwieriger ist es dann, ein geregeltes Familienleben zu führen. Das geht dann nicht so einfach. Aber mein Mann und meine zwei Kinder finden es spitze und unterstützen mich. Was muss man eigentlich können, um Pilotin zu werden? Ich denke, das Wichtigste ist, den Beruf zu lieben. Sonst hat man da lange keine Chance. Aber man muss auch gute Physik- und Mathematikkenntnisse haben. Ein ebenso wichtiger Aspekt ist teamorientiertes Handeln. Du bist schon viel um die Welt gereist, nicht wahr? Wo warst du denn da schon überall? Naja, auf der ganzen Welt war ich noch nicht. Ich war aber schon sehr oft in Amerika, in Asien und natürlich in Europa. Aber weißt du, nach meiner Ausbildung habe ich mich für einen speziellen Flugzeugtyp ausbilden lassen. Und nun fliege ich seit 8 Jahren denselben Typ. Eine Boeing 747. Das heißt, ich mache oft Überseeflüge. Amerika, Asien, Afrika. Heute fliege ich zum Beispiel für 4 Tage nach Mexiko. Ist das nicht schwer für deine Kinder, so lang ohne die Mama auszukommen? Die sind schon erwachsen genug. Das schaffen die auch ohne mich. Außerdem telefonieren wir ja jeden Tag. Meine Mutter kommt ab und zu vorbei. Das ist auch für Manfred eine gute Hilfe. In 2 Tagen geht es ja auch schon wieder zurück. Nächste Woche, wenn die Ferien beginnen, dürfen die Kinder und mein Mann auch mit. Wir fliegen nach Vancouver. So können sie Kanada einmal sehen. Leider nur für 2 Tage. Toll. Da können die ihren Urlaub machen und ganz umsonst. Nein, nein, so einfach geht das nicht. Wir haben zwar das Recht, ab und zu unsere Familie mitzunehmen, aber auch nur, wenn die Maschine freie Plätze hat. Sie zahlen dann einen kleineren Aufpreis. Aber es kann auch schon mal passieren, dass die Maschine komplett ausgebucht ist. Dann können sie leider nicht mit. Dürfen sie dann ins Cockpit, wenn sie mitfliegen? Das würde ich auch gern, bei so netten Piloten. Nee, das geht leider nicht, aus Sicherheitsgründen. Aber du hast recht, ich habe nette Kollegen. Ach, das müssen auch wirklich tolle Männer sein. Und so charmant. Ja, einige sind schon sehr charmant. Ach ja. Oh, gleich muss ich aber umsteigen. Schön, dich getroffen zu haben. Ruf doch mal an und komm zum Kaffee vorbei. Meine Nummer hat sich nicht geändert. Also, ich würde mich freuen, wenn du anrufst. Hören Teil 4. Die Moderatorin der Sendung Aktuell diskutiert mit Rebecca Wieland und Jörg Pohlmann die Frage, warum viele Studenten in Deutschland öfter ihren Studienort wechseln. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Aktuell. In unserer heutigen Sendung geht es um die Frage, warum Studenten öfter den Studienplatz wechseln. Wir haben 2 Studenten dazu eingeladen,
Rebecca Wieland, Studentin für Architektur an der Fachhochschule, und den angehenden Wirtschaftswissenschaftler Jörg Pohlmann. Wir duzen uns einfach mal. Wir haben uns ja auch während der Videoaufnahmen schon etwas näher kennengelernt. Rebecca, warum wechseln so viele Studenten während ihrer Studienzeit ein- oder zweimal den Studienplatz? Weil man aus zwei oder drei Hochschuleinrichtungen das Beste schöpfen will. Ich habe während meines Studiums einmal Erasmus in Andalusien gemacht, um mich insbesondere in andalusische Architekturstile einzuarbeiten. Und einmal in Berlin, um dort bei hoch angesehenen Professoren zu studieren. Ich habe natürlich viel Nützliches gelernt. Das war eine wichtige Erfahrung für mich. Wie war es bei dir, Jörg? Du hast ja dasselbe gemacht, aber kannst nicht das Gleiche behaupten. Also, ich finde es entschieden wertlos, da diese hoch angesehenen Professoren in den meisten Fällen Bücher verfassen, die man ohne weiteres im Buchhandel kaufen kann. Außerdem kann man heutzutage im Internet das meiste nachlesen. Da muss man nicht unbedingt wegziehen. Es geht ja hier viel mehr um das Austauschen von Ideen und das Debattieren von Themen. Ein Buch kann einfach nicht vermitteln, was man in der Vorlesung und im Gespräch lernt. Als ich meine Universität verlassen habe, war ich von den Gedanken besessen, neue Impulse der Wirtschaftstheorie zu hören, aber dann begriff ich sehr schnell, dass die meisten Theorien doch in einem Buch zu finden sind. Das Internet war mein Nachschlagewerk in Wirtschaftstheorien. Und natürlich auch die Bibliothek. Dafür musste ich nicht umziehen. Am Ende habe ich die ganzen Umzugskosten auf meine Kappe genommen und es bereut. Während des Studiums umzuziehen ist ja doch komplizierter. Wenn man im Arbeitsleben steht, ist es viel einfacher. Man hat weniger Geld, man ist dadurch nicht unabhängig. Wie war die Kostenfrage bei dir, Rebecca? Als ich für das Erasmus-Semester nach Spanien ging, habe ich ein ganzes Semester dafür gespart. Ich bin auch nebenbei jobben gegangen. Das ist ja schon bemerkenswert. Aber ich hätte mir diese Arbeit erspart, indem ich einfach mehr in der Bibliothek und mehr Recherche vor Ort betrieben hätte. Die Bibliotheken sind ja super ausgestattet. Außerdem spielt für mich die berufliche Erfahrung in einem Unternehmen eine viel wichtigere Rolle. Ich habe parallel in einer Immobilienfirma gearbeitet und habe viel gelernt. Ich habe es sehr genossen, vor allem, weil ich außerhalb der Uni noch viel dazugelernt habe. Das hätte ich in der Bibliothek sicher nicht so perfekt gemacht. Jörg, du sprichst da etwas ganz Entscheidendes an. Der Anschluss vom Studium in die Berufswelt ist für viele Absolventen schwer. Was kannst du empfehlen, um diese Hürde zu überwinden? Vor allem während des Studiums ist es wichtig, Kontakte zu knüpfen und Praktika oder andere Arbeitsformen anzustreben. Da lernt man, wie die Theorie in der Praxis funktioniert. Das ist ja das Entscheidende. Man kann auch in anderen Bereichen Erfahrungen sammeln. Vor allem, wie Menschen denken und wie sie fühlen. Das mag sein, aber für einen Lebenslauf ist es später auch entscheidend, strategisch vorzugehen. Wie würde ein angehender Arbeitgeber die Kellnerarbeit bewerten, wenn man ein komplett anderes Fach studiert hat? Auch diese Sprünge von A nach B zeigen sehr oft die Unentschlossenheit der Studenten. Ein Arbeitgeber wird solche Sprünge im Nachhinein sicherlich nicht mehr tolerieren. Also, du sagst, man muss Entscheidungen treffen, die gut für den Lebenslauf sind. Rebecca, warum hast du dich nicht dafür entschieden? Weil ich der Meinung bin, dass man erst einmal Erfahrungen sammeln sollte. Deshalb habe ich auch den Auslandsaufenthalt gewählt. Eine andere Denkweise hilft immer. Wir werden von Tag zu Tag internationaler. Nicht zuletzt, weil wir ein Migrationsland sind und auch enorme Einflüsse aus dem Ausland haben. Da muss man einfach mal die Erfahrung gemacht haben, wie ein Ausländer denkt, fühlt, ja sogar handelt. Du betrachtest also den Studienwechsel aus einer Kommunikationsebene. Sehr richtig. Um Erfahrungen zu sammeln, muss man einfach Geld investieren und Opfer bringen. Das kann sehr hart sein. Am Ende zahlt es sich doch aus. Also, ich denke, das nützt nur, wenn es für den Beruf fördernd ist, wie zum Beispiel in der Tourismusbranche, bei Fluggesellschaften, in der Hotellerie. Im Marketing- und Wirtschaftssektor sollte man frühzeitig Kenntnisse im Unternehmen sammeln. Vielleicht hängt es ja auch von jedem selber ab, welche Prioritäten er im Studium setzt.
Der eine will Erfahrungen sammeln und Menschenkenntnisse erwerben und der andere nur Methoden und Theorien. Diese Thematik bleibt den Studenten wohl eher selbst überlassen. Ich wünsche euch beiden auf alle Fälle weiterhin alles Gute und einen guten Abschluss, ja sogar einen guten Anschluss an die Arbeitswelt. Danke. Ja, danke. So, liebe Zuschauer, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Nächste Woche sehen wir uns nicht zur gewohnten Zeit, sondern erst um 19 Uhr wegen der Live-Übertragung des Länderspiels Deutschland gegen... Modelltest 5. Hören Teil 1. Beispiel. Sie hören im Radio das Sorgentelefon. Liebe Maria, du solltest mehr mit deinen Eltern sprechen. Aus deinem Brief geht hervor, dass du selber nicht den Mut hast, mit ihnen über deine Probleme zu sprechen. Du verschwindest immer in deine Welt, in dein Zimmer, was nicht verkehrt ist, aber dadurch löst du die Probleme nicht. Du solltest ihnen klar machen, dass diese Schule nicht die richtige Entscheidung für dich war. Und es ist gar nicht so schlimm, wenn man schlechte Noten bekommt. Denn bei der späteren Berufswahl spielen die Noten keine Rolle. An erster Stelle steht die Leidenschaft und dann erst die weiteren Qualifikationen. Nummer 1. Sie hören eine Information aus einem Gesundheitsmagazin im Fernsehen. Hier ist wieder Ihr Gesundheitsmagazin. Heute mit einer Frage von Regina aus Neukölln. Warum wird die Haut nach dem Waschen immer ganz rot? Nun, das kann daran liegen, dass Ihre Haut gegen chemische Stoffe, wie man sie in Seifen oder alkoholhaltigem Gesichtswasser findet, negativ reagiert. Benutzen Sie lieber milde Reinigungsmilch aus natürlichen Extrakten der Kokosnuss oder der Wüstenkakteen. Diese gibt es in Reformhäusern oder Apotheken. Sie sollten keine chemischen Produkte oder Präparate benutzen. Nummer 2. Sie hören eine Ansage auf Ihrem Anrufbeantworter. Guten Tag, Herr Müller. Da ich Sie weder im Büro noch zu Hause erreichen kann, spreche ich Ihnen aufs Band in der Hoffnung, dass Sie meine Nachricht noch rechtzeitig bekommen. Ich muss leider unseren Termin für heute Nachmittag um 16 Uhr im Büro aufgrund einer familiären Angelegenheit absagen. Meine Tochter muss leider kurzfristig zum Arzt und ich muss sie fahren. Ich weiß, Sie haben einen langen Weg, da Sie von auswärts kommen. Sollten Sie aber schon auf dem Weg sein, möchte ich Ihnen vielleicht noch eine Gelegenheit geben, mich heute Abend kurz nach 18 Uhr nach der Behandlung im Café Marzipan in der Cecilienstraße 66 zu treffen. Das wäre ideal und ist ganz in der Nähe der Praxis. Rufen Sie mich an. Nummer 3. Sie fragen einen Passanten auf der Straße nach dem Weg zum Bahnhof und bekommen folgende Antwort. Ja, zum Bahnhof. Da gehen Sie am besten geradeaus bis zur Kathedrale und dann biegen Sie links hinter dem Kirchengebäude ab.
Der Bahnhof ist natürlich noch ein gutes Stück, so ungefähr 15 Minuten zu Fuß. Von da sind es noch 700 Meter. Passen Sie aber auf, am Ende der Hauptstraße ist eine Baustelle. Gehen Sie durch die U-Bahn-Unterführung und Sie gelangen sofort zu den Bahnhofsgleisen. Sollten Sie es verfehlen, halten Sie sich immer rechts. Orientieren Sie sich am Kirchturm und fragen Sie eventuell noch einmal nach. Ansonsten können Sie ja auch diesen Weg hier nehmen. Der ist zwar einfacher, nur geradeaus, aber dauert viel länger. Nummer 4. Sie hören eine Nachrichtensprecherin der UNO. Möchten Sie ein Praktikum bei der UNO in Wien machen? Sind Sie Politik- oder Wirtschaftswissenschaftler und möchten Ihre Kenntnis in Public Relations auffrischen? Dann bewerben Sie sich mit einer aussagekräftigen Bewerbung. Auch Studierende anderer Fachrichtungen sind herzlich willkommen. Bei der UNO können Sie in einem internationalen Umfeld Menschen aus aller Welt hinter den Kulissen beobachten. Wir bieten hier in Wien industrielle Entwicklung, internationale Atomenergie und wir helfen der internationalen Polizei bei der Bekämpfung des Drogenhandels durch diverse Informationsveranstaltungen. In den übrigen Zentren der UNO werden diverse andere Projekte unterstützt. Also, sind Sie interessiert? Dann bewerben Sie sich unter www.unis.unvienna.org. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Nummer 5. Sie hören eine Führung im Museum. Dieses Bild, ein Kunstwerk des großen deutsch-französischen Malers Kurt René, zeigt zwei Menschen, die sich umarmen. Es handelt sich hier um ein Liebespaar. René war seiner Zeit immer schon voraus und malte in den Anfängen seiner Karriere Liebesszenen, obwohl man Emotionen nicht öffentlich preisgeben durfte. Viele Jahre später malte er auch abstraktere Bilder, die stets etwas symbolisierten. Dieses Bild hier ist eines davon. Die Berge im Hintergrund symbolisieren die Schwierigkeiten des Lebens. Die Vögel, die herumzwitschern, stellen die Freude und Harmonie dar, die das Paar in den Anfängen seines Lebens hat. Die Botschaft Renés war also, dass Liebe alle Probleme beseitigen kann. Hören Teil 2. Sie nehmen an einer Führung in einem Schokoladenmuseum teil. Verehrte Gäste, seien Sie herzlich willkommen im Schokoladenmuseum der Stadt Köln. Wir freuen uns, dass Sie sich trotz des schönen Wetters heute dazu entschieden haben, unser Museum zu besichtigen. Das Bemerkenswerte ist, dass es hier nicht kälter als draußen ist. Das haben Sie sicher schon gemerkt. Wir haben deshalb die gleiche Temperatur wie draußen geschaffen, damit die Schokoladenskulpturen nicht schmelzen. Unser Museum gehört zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt und steht hier am Rheinufer seit 1992. Nun werden Sie sich wundern, warum die Stadt Köln sich entschieden hatte, ein Schokoladenmuseum zu bauen. Nun, schon Johann Wolfgang von Goethe sagte, drum esset, weil ihr Süße seid, auch etwas Süßes gerne. Diesen Spruch sagte er zu seiner geliebten Charlotte von Stein um 1802. Dem möchten wir uns anschließen und Sie zu einem Rundgang durch die Welt der Schokolade einladen. Ist Schokolade nicht etwas Wichtiges in unserem Leben? Wer von Ihnen kann diesem süßen Geschmack widerstehen? Die Geschichte der Schokolade und des Kakaos beginnt allerdings schon viel früher, und zwar 2000 vor Christus. Bereits die altamerikanischen Kulturen in Mittelamerika haben der Schokolade eine besondere Bedeutung zugeteilt.
Sie war mehr als nur Nahrungs- und Genussmittel. Sie wurde bei großen Feierlichkeiten getrunken und bei Krankheiten galt sie auch als Medizin, weil sie heilsame Wirkungen hatte. An bestimmten Festtagen opferten sie außerdem ihren Göttern auch den Kakao. Darf ich Sie nun bitten, auf diese Tafel zu schauen? Das ist ein Tafelbild der ganzen Geschichte der Schokolade auf einen Blick. Die braune Köstlichkeit, also der Kakao, wurde erst im 17. Jahrhundert von den spanischen Eroberern entdeckt. Die Eroberer brachten den Kakao nach Europa und die spanischen Könige waren von dem Genuss des Kakaos so beeindruckt, dass sie daraus ein Getränk schufen. Erst 100 Jahre später, also Anfang 1800, glaubte man an die medizinische Kraft der Schokolade und verkaufte sie zunächst nur in Apotheken in Form von Medizin. Der französische Adel war von ihrer medizinischen Wirkung überzeugt und setzte sie dementsprechend ein. Später, gegen 1830, kam der Kakao nach Deutschland und wurde von berühmten deutschen Händlern entdeckt. Diese verkauften die Schokolade nicht mehr für medizinische Zwecke, sondern als Essware, und zwar in der Form der Tafel, so wie wir sie heute kennen. Hören Teil 3. Sie hören im Radio, wie ein Moderator eine Dame aus dem Fernsehen interviewt. Hallo Vicky, herzlich willkommen im Studio Radio One in München. Danke, es ist schön, wieder in Deutschland zu sein. Ich danke dir auch für deine Einladung. Victoria, viele werden dich sicher nicht kennen, aber du bist vielleicht Griechenlands bekannteste Moderatorin und auch die charmanteste, was nicht zu übersehen ist. Ich werde ja gerade von Komplimenten überhäuft. Ja, das ist sehr nett von dir. Ich moderiere schon seit längerer Zeit eine Sendung in Griechenland, die sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen, die sich aufgrund von Schicksalsschlägen aus den Augen verloren haben, wieder zu vereinen. Vereinen? Warum das? Nun, es gibt Menschen, die sich aus den Augen verloren haben, weil die Umstände es so wollten, weil sie sich getrennt haben oder weil sie aufgrund eines Streits oder eines Schicksalsschlags getrennt wurden und sich nie wieder gesehen haben. Meistens handelt es sich aber nicht um Kriminalfälle. Das sind persönliche, bittere Schicksalsfälle eines jeden Einzelnen und diese wollen wir in unserer Sendung erzählen. Kannst du uns ein Beispiel nennen, um uns das etwas klarer zu machen? Ja, gern. Neulich hatte ich in meiner Sendung einen Fall, wo Eltern in der Nachkriegszeit eins ihrer 5 Kinder zur Adoption freigeben mussten, damit sie mit dem Geld der Adoption die restliche Familie ernähren konnten. Das Kind wurde an eine Familie gegeben, die kurze Zeit später nach Australien auswanderte. Das Kind, oder besser gesagt das adoptierte Kind, hatte erst vor kurzem erfahren, dass es adoptiert war und suchte über meine Sendung seine leiblichen Eltern und Geschwister. Wow, das ist interessant. Wie kann man denn über deine Show Menschen finden? Nun, das ist ganz einfach. Zuerst schickt man uns einen Brief, in dem man uns den Fall genau schildert, den wir aufklären müssen. Man gibt uns genaue Angaben über die Person, die man sucht. Dann treten wir mit den Leuten in Kontakt und fragen detaillierter nach. Im Anschluss daran setzen wir uns gemeinsam hin und der Fall wird von unserem Team gelöst. Da steckt doch viel Arbeit dahinter, oder? Du hast ein Team. Wie viele seid ihr? Ich habe ein super Team. Es besteht aus 15 Leuten. Wir recherchieren, wir suchen im Internet, bei der Telefonauskunft, bei Behörden im In- und Ausland. Wir kooperieren auch ab und zu mit der Polizei, wenn jemand als vermisst gemeldet ist oder nicht. Hast du schon einmal während der Sendung geweint? Oh ja, aber es sind gemischte Gefühle. Meist sind es aber Freudentränen. Denn die Schicksalsschläge sind unberechenbar. Es ist die Frage, wie man damit umgeht. Aber am Ende bin ich meistens glücklich. Ist es schon mal vorgekommen, dass jemand in kriminelle Delikte verwickelt war oder auch Opfer eines kriminellen Deliktes geworden ist?
Gott sei Dank nicht so oft. Wir hatten einmal einen Fall eines Matrosen auf einem Schiff, der in Drogengeschäfte verwickelt war und von der Hafenpolizei geschnappt wurde. Als der Mann nach 2 Monaten als vermisst gemeldet wurde, kam seine Frau zu mir und zeigte mir die Vermisstenanzeige. Wir erfuhren von den Polizeibehörden dann sehr schnell, dass der Mann im Gefängnis ist. Warum hat der Mann sich nie bei seiner Frau gemeldet? Das sind natürlich die Schattenseiten dieser Fälle. Der Mann wollte nie zu seiner Frau zurück. Deshalb hat er auch lange als Seemann gearbeitet. In solchen Fällen ist es schon komisch, den Vermittler zu spielen. Ich finde aber, dass man den Wunsch der anderen akzeptieren muss. In schwierigen Fällen vermitteln wir auch nicht weiter. Hier in Deutschland wird eine ähnliche Sendung ausgestrahlt. Und zwar heißt sie: Wo bist du? Komm zurück! Ja, richtig. Wir kooperieren sehr eng mit dem deutschen Team und pflegen auch sonst eine gute freundschaftliche Beziehung. Wir unterscheiden uns allerdings in einer Hinsicht. Wir lösen keine Kriminalfälle. Das heißt, sobald wir merken, dass da was nicht stimmt, bitte ich mein Team um Rückzug. Hören Teil 4. Die Moderatorin der Sendung Aktuell diskutiert mit Frau Emanuela Wagner und Daniel Krawitzki über das Thema: Gibt es typische Männer- oder Frauenberufe, Klischee oder Wahrheit? Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Aktuell. In unserer heutigen Sendung geht es um die Frage, ob es typische Männer- oder Frauenberufe gibt. Handelt es sich dabei um ein Klischee oder die Wahrheit? Wir haben diesmal 2 Schulabgänger der Realschule aus Siegburg zu uns eingeladen, Emanuela und Daniel. Herzlich willkommen! Warum gibt es diesen Unterschied zwischen Männer- und Frauenberufen? Ich finde diesen Unterschied Quatsch. Eine Frau kann in unserer Zeit alle Berufe lernen. Schließlich gibt es ja eine allgemeine Ausbildung für beide Geschlechter, Mann und Frau. Beide haben die gleiche Ausbildungszeit und bekommen das gleiche Ausbildungsgeld. Ist das wirklich so, Daniel? Wie siehst du das? Ich sehe das nicht so. Ich finde, dass Frauen nicht in der Lage sind, bestimmte Berufe auszuüben. Zum Beispiel können Frauen keine Kraftarbeit leisten. Das ist nicht möglich, weil ihr Körperbau das einfach nicht zulässt. Wie viele Frauen arbeiten denn in der Stahlindustrie oder auch als Lkw-Fahrerinnen? Das sind wirklich wenige. Das halte ich für absurd. Wenn Frauen nicht dazu fähig wären, würde man ihnen auch nicht erlauben, diese Ausbildung zu machen und ihnen auch keinen Ausbildungsschein in diesen Berufen geben. Ich finde, dass diese Diskriminierung eigentlich darauf hinausläuft, dass die Gesellschaft sehr stark männerorientiert war und dass man Frauen und Männern bestimmte Berufe zugeordnet hat. Warum gab es eigentlich so viele bekannte Köche und keine Köchinnen? Weil attraktive Berufe offensichtlich nur von Männern ausgeübt werden. Dabei ist bekannt, dass Frauen die besten Köchinnen sind. Nicht zuletzt sagt man auch, dass das Essen bei Mama immer am leckersten ist. Du meinst wohl am besten. Ich finde, dass wir Frauen eher dazu neigen, saubere Berufe auszusuchen, weil wir doch sehr stark an einer Sauberkeitsmanie leiden. Daniel, stimmst du dem zu? Ich habe nicht das Gefühl, dass sich Frauen aus Liebe für einen sauberen Beruf entscheiden. Also, dass sie keinen Beruf wählen, bei dem man nicht schmutzig wird oder wo man viel schleppen muss. In einer großen Hotelküche herrscht Chaos. Da findet sich eine Frau nicht zurecht. Es hat mit der Geschwindigkeitswahrnehmung zu tun. Ich denke da an Berufe wie Busfahrer, Zugfahrer und Pilotinnen. Sie nehmen die Geschwindigkeit anders wahr und kommen damit nicht klar. Bei Berufen wie Sekretärinnen, wo es ruhiger ist und es um Ordnung geht, sind Frauen Spezialistinnen. Ich finde, dass alle Berufe sowohl für Frauen als auch für Männer geeignet sind. Meine Tante ist zum Beispiel Eisenbahnführerin und wird von ihren Männerkollegen respektiert.
Was ihre Leistungen angeht, hat sie, wie viele andere Frauen auch, schon viele Auszeichnungen von der Eisenbahngesellschaft bekommen. Das zeigt doch, dass auch Frauen in diesen Berufen anerkannt sind. Naja, um ehrlich zu sein, haben viele Frauen in den Transportberufen schon sehr viel geleistet. Vielleicht spielt auch die Liebe zum Beruf eine große Rolle. Gibt es umgekehrt nicht auch viele Männer in den sogenannten sauberen Berufen? Natürlich, auch Männer leisten in den sogenannten Sozialberufen gute Arbeit. Ich denke an Krankenpfleger, an Sozialarbeiter, Erzieher. Im Kindergarten hatte ich einen Erzieher und ich hatte damit eigentlich nie ein Problem. Ich hatte sogar sehr viel Spaß und kam auch ganz gut klar. Er ging mit uns viel lockerer um als die Erzieherinnen. Und genau das habe ich an ihm sehr gemocht. Er war ein Mann in einem typischen Frauenberuf. Es ist ja nicht falsch, aber es passt halt nicht. Ich hatte eine Frau als Klassenlehrerin und wir hatten eine echt gute Zeit. Es kommt also auf den Menschen an. Ja, ich finde, man sollte jedem gleiche Chancen geben und zeigen, dass man es schaffen kann. Außerdem sollte jeder für sich überlegen, was er kann und was ihm liegt. Gott sei Dank hat in Deutschland jeder die gleichen Ausbildungsrechte und Möglichkeiten. Deshalb finde ich, sollte man diese Klischees aus der Welt räumen. Wie sollte man diese Klischees denn aus der Welt räumen? Indem man schon in der Schule damit anfängt, Kinder in ihren Wünschen zu unterstützen und ihre Fähigkeiten zu fördern. Die Medien sollten damit aufhören, klischeehafte negative Vorurteile zu präsentieren. Stattdessen sollten sie auch mal zeigen, wie Männer als Lehrer oder Erzieher arbeiten können oder wie Frauen einen LKW oder einen Bus fahren. Ich teile diese Meinung nicht, da wir ja nicht alle dieselben Fähigkeiten und körperlichen Eigenschaften haben. Vielleicht spielt es ja auch keine so große Rolle, ob man ein Mann oder eine Frau ist. Es geht doch eher darum, wie sehr man sich für den Job interessiert. Ganz richtig. Emanuela, Daniel, ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr bei uns wart und uns eure Meinung zum Thema gesagt habt. Liebe Hörer und Hörerinnen, ich verabschiede mich von Ihnen und sage Danke und Tschüss bis morgen zu einer neuen Diskussionsrunde, wenn es darum geht. Modelltest 6. Hören Teil 1. Beispiel. Sie hören eine Nachricht auf Ihrem Handy ab. Hallo. Das ist aber vielleicht schwer, dich zu erreichen. Also ganz schnell. Am Freitag kommt mein Freund René aus Paris und bleibt übers Wochenende. Wir wollen am Samstag eine Radtour machen. Kommst du mit? Ich weiß, dass du samstags immer Fußball spielst, aber könntest du dir vorstellen, einmal nicht hinzugehen? Wir könnten die Radtour natürlich auch am Sonntag, aber nein, das geht nicht. Denn es wird ja am Sonntag den ganzen Tag regnen. Deshalb habe ich mir überlegt, eventuell ins Kino zu gehen. Ruf mich doch bitte zurück, wenn du meine Nachricht hörst. Nummer 1. Sie hören eine Information während eines Flugs. Sehr geehrte Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Da wir gerade durch ein Schlechtwettergebiet fliegen, werden wir momentan sehr heftig durchgeschüttelt. Aus diesem Grund können wir Ihnen auch die Mahlzeiten nicht weiter austeilen. Bleiben Sie bitte noch so lange angeschnallt sitzen, bis wir diese Zone durchflogen haben und das Anschnallzeichen über Ihnen erloschen ist. Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung, das Flugzeug kann diesen Belastungen standhalten. Wir haben gefragt, ob wir auf andere Flughöhen ausweichen können, aber andere Flugzeuge berichten uns von ähnlichen Unwettern. Nummer 2. Sie hören eine Info über eine Veranstaltung im Radio. Und noch ein Tipp für alle Jolf-Liebhaber im Raum Berlin.
golfen in der City auf dem zentralsten Golfübungsplatz Berlins. Täglich ab 7 Uhr, bis es dunkel wird. Und das zum Nulltarif. Im öffentlichen Golfzentrum Berlin-Mitte zahlen Sie nämlich keinen Eintritt. Auf 64 Abschlagplätzen und einer großen Grünfläche fliegen die Bälle nur so durch die Luft. Für einen ganzen Tag vermieten wir einen Golfschläger mit 40 Bällen für nur 3 Euro. Für 2 Tage nur 5 Euro. Kommen Sie ins Golfzentrum Berlin-Mitte. Nummer 3. Sie hören eine Ansage auf dem Anrufbeantworter. Sie sind mit dem automatischen Anrufbeantworter des Cinemax verbunden. Wegen Renovierungsarbeiten bis Sonntag, den 17. Februar, finden in dieser Woche keine Filmvorführungen statt. Die Kinokassen sind dennoch von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Am langen offenen Donnerstag sogar bis 20 Uhr. Während der Renovierungsarbeiten sind aber am Sonntag auch das Kino und die Kinokasse geschlossen. Nach den Arbeiten finden die Filmvorführungen wieder regulär statt. Dann ist das Kino auch wieder die ganze Woche geöffnet. Schauen Sie auch auf unserer Webseite unter www.cinemax.de. Nummer 4. Sie hören im Einkaufszentrum folgende Lautsprecherdurchsage. Liebe Kunden, liebe Kinder, heute ist bei uns was los. Für unsere kleinen Besucher hat das Spielwarengeschäft Spielwiese im zweiten Stock unseres Kaufhauses eine ganz besondere Überraschung. Der altbekannte Clown Max ist hier und sorgt für viel Spaß und gute Laune. Es gibt einen kleinen Spielwettbewerb. Also, liebe Kinder, kommt, ihr könnt sogar kleine Preise gewinnen. Auch für die Erwachsenen ist gesorgt. Für alle Weinliebhaber findet heute in der Getränkeabteilung im Erdgeschoss eine Weinprobe statt. Also, lassen Sie sich das nicht entgehen. Nummer 5. Sie hören die Ansage auf dem Anrufbeantworter. Liebe Mutti, ich konnte dich eben nicht erreichen, also spreche ich aufs Band. Ich habe eben mit dem Arzt gesprochen. Er meinte, dass er dir das Rezept für das Medikament per Post zuschickt. Es tut ihm leid, dass sein Drucker nicht mehr funktionierte und somit nicht mehr drucken konnte. Das Medikament darfst du erst nach dem Essen nehmen. Hörst du? Nach dem Essen. Mach nicht schon wieder den Fehler und nimm es vor dem Essen ein. Ansonsten sind deine Befunde in Ordnung. Nur der Cholesterinspiegel ist wieder ein wenig gestiegen. Aber das liegt wohl daran, dass du in letzter Zeit Stress hattest. Die Eisenwerte sind aber sehr gut. Hören Teil 2. Sie schauen sich eine Wohnung an und hören die Informationen des Maklers. Hier haben wir ein sensationelles Prachtstück, verehrte Kunden. Die Altbauwohnung hier in der Sizilienstraße 34 im Herzen der Stadt liegt in einer idyllischen Lage. Die Wohnung befindet sich im zweiten Stock des hinteren Weißen Trakts und bietet einen traumhaften Blick auf den Stadtpark und den Stadtsee. Wir müssen kurz durch den Hinterhof und den Garten. Ich mache nur die Tür auf und dann dürfen Sie hereinkommen. Gehen Sie bitte die Treppen hoch und schauen Sie, wie groß die Wohnung wirkt, sobald Sie die Wohnung betreten. Das bewirken die beigefarbigen Fliesen, die chromsilbernen Lampen und die rustikal dunkelbraunen Holzmöbel. Bewundern Sie die große Wohnung. Auf 120 Quadratmeter haben Sie eine Riesenfläche, die Sie individuell nutzen können. In dieser Wohnung finden 4 Personen Platz. Es gibt 2 Schlafzimmer, eins davon mit eigenem Badezimmer und mit Blick auf den Garten.
Die Sonne scheint morgens in das Zimmer, was eine unglaubliche Atmosphäre schafft. Hier hinten in der Wand bildet sich ein Hohlraum, in dem Sie einen Einbauschrank einfügen können. Der hellbraune Laminatboden im Schlafzimmer gibt dem Ganzen nochmal eine idyllische Atmosphäre. Das Bad hier gleich rechts ist sehr groß. Die Wanne in der Mitte bietet reichlich Platz für Komfort. Das Fenster dient nicht nur zur Lüftung des Badezimmers, sondern bietet reichlich natürliches Tageslicht. Schauen Sie sich hier auch die stilvolle Küche aus Mahagoni an und beachten Sie den eingebauten Elektroherd und den Kühlschrank aus Stahl. Zu dieser Wohnung gehören natürlich auch ein 50 Quadratmeter großer Keller sowie ein Parkplatz in der hauseigenen Tiefgarage. Den können wir uns gerne nachher noch anschauen. Nun würde ich Ihnen gern ein wenig Zeit geben, sich die Wohnung in Ruhe anzuschauen. Die monatliche Miete für diese Wohnung beträgt 1.000 Euro kalt. Die Nebenkosten, die zwischen 100 und 150 Euro variieren, sind für die Flurreinigung, die Müllabfuhr und die Hausmeistergebühren für den Garten. Wenn Sie sich für diese Wohnung interessieren, können wir gerne weiter darüber sprechen. Hören Teil 3. Sie stehen an einem Marktstand und hören ein Gespräch zweier Damen. So, junge Dame, was hätten Sie denn gern? 1 Kilo frische Orangen, bitte. Dass Sie in dem Alter noch so fit sind, da muss ich Ihnen gratulieren. Kompliment. Wollen Sie wissen, wie alt ich bin? Das werden Sie nie herausfinden. Na, wenn Sie mich schon so fragen, dann etwa 70. Vielleicht 75. Ja, ich würde so um die 75 tippen. Nein, Sie schütteln so den Kopf. Nein, meine Liebe, Sie haben sich um 23 Jahre vertippt. Ich bin 98. Und wenn Sie das nicht für möglich halten, dann bin ich gerne bereit, meinen Personalausweis zu zeigen. Nun bin ich aber sprachlos. Wie haben Sie das denn geschafft? Mit Verlaub, ich bin positiv überrascht. Gesund zu essen ist die Devise der Ernährungsberater. Aber gesundes Essen gab es in meiner Jugend nicht. Deshalb stimme ich dem nicht zu. Außerdem hatten wir 2 Kriege erlebt und etliche Hungersnöte erlitten. Da gab es auch nicht immer das Beste vom Besten. Nein, von gesunder Ernährung kann man da wirklich nicht sprechen. Sie meinen also, dass das alles nur eine Lüge ist? Manche sagen ja, die Arbeit sei das Wichtigste. Ja, wo denken Sie hin? Das sind doch Spinnereien. Mein Mann hat bis zu seinem 80. Lebensjahr geschuftet und er hatte am Ende seines Lebens Osteoporose, Gelenkschmerzen und Hüftprobleme. Das war auch nicht das Goldene vom Ei, denn die Arbeit strengt so sehr an. Geben Sie einem Esel harte Arbeit, der fällt um. Ja, aber wie haben Sie denn Ihre Ausdauer trainiert? Mit viel Liebe am Leben, mit Arbeit und mit einfachem Essen. Nicht viel. Natürlich nicht. Denn das ist auch nicht das Wahre. Alles mit einem gesunden Maß. Haben das nicht schon die alten Griechen gesagt? Das kann gut sein. Und wie kommt es, dass Sie noch, naja, ich meine, hinter dem Stand stehe und noch gut rechnen kann? Das will ich Ihnen sagen, gute Frau. Es gab in meinem Leben immer schwierige Situationen. Ich habe 5 Kinder großgezogen. Heute habe ich auch schon 2 Ururenkel. Aber ich gönnte mir Momente der Ruhe. Ich las ein Buch oder ich probierte neue Sachen für mich aus. Ich bin mit dem Seniorenverein oft in die Berge gefahren, habe ab und zu an Veranstaltungen teilgenommen. Das ist also das Geheimnis der Unsterblichkeit. Naja, ich behaupte nicht, dass ich kerngesund bin. Das wäre absurd. Natürlich habe ich hier und da meine Wehwehchen, aber ich glaube, die Devise für das lange Leben ist die Lust am Leben. Ich glaube, dass ich heute etwas dazugelernt habe. Ja, gönnen Sie sich mal eine Pause. Unternehmen Sie spontan etwas. Lesen Sie ein Buch oder joggen Sie mal. Gehen Sie schwimmen, aber tun Sie es mit Freude. Es gibt nichts Schöneres auf Erden,
als das Leben selbst. Danke. Ich werde mich an Ihre Tipps halten, denn ich habe es bitter nötig. Stress war früher ein Begriff, den wir nicht gekannt haben. Wir haben uns auch nicht verrückt gemacht, wenn mal was nicht ganz so gut geklappt hat, wie es sein sollte. Nehmen Sie sich das zu Herzen, junge Frau. Danke. Ich nehme die Orangen und Ihre Tipps dankend an. Hören Teil 4. Die Moderatorin der Sendung Aktuell diskutiert mit Jürgen Markowski und Volker Degen über das Phänomen Hotel Mama. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Aktuell. In unserer heutigen Sendung geht es um erwachsene Menschen, die noch zu Hause leben. Ist das Hotel Mama noch sehr beliebt in unserer Zeit? Wir haben heute zu Gast Herrn Volker Degen, Vater, dessen Sohn schon sehr früh aus dem Haus ging, und Herrn Jürgen Markowski, der bei seinen Eltern lebt. Herr Markowski, warum leben Sie mit 45 noch bei Ihren Eltern? Ich habe nie darüber nachgedacht. Nach meinem Studium war es plötzlich an der Zeit zu überlegen, was nun? Ich hatte eine Arbeit gefunden und dachte ans Ausziehen, aber meine Eltern hatten sich gewünscht, dass ich bleiben soll. Passierte das Gleiche bei Ihnen zu Hause mit Ihrem Sohn, Herr Degen? Nein, überhaupt nicht. Ich finde das sogar sehr verwöhnt. Ich hatte meinen Sohn nach dem Abitur gedrängt, ein Zimmer zu mieten. Damit sollte er auf seinen eigenen Beinen stehen. Er hat dann ein Zimmer gesucht, eine Lehre begonnen und hat mit seiner damaligen Freundin zusammengelebt. Wie hat denn Ihr Sohn mit Ausbildungsbeihilfe und Studium auch noch die Zeit und das Geld gehabt, einen eigenen Haushalt zu führen? Das geht doch nicht. Da ist man dazu geneigt, entweder gar nicht zu studieren oder auf illegale Weise sein Geld zu verdienen. Ich musste damals sehr hart für das Studium pauken und hatte kaum Zeit zu arbeiten. Ich bin schlicht und ergreifend gegen solche autoritären Mittel. Denn wie soll ein junger Mensch, der noch vor ein paar Monaten von den Eltern versorgt wurde, plötzlich ohne Hilfe auskommen? Also Sie meinen, dass man eine bestimmte Vorbereitungsphase braucht. Ist es nicht schwierig einzuschätzen, wie lange so etwas dauert? Wenn man sein Kind schon drängt, das Haus zu verlassen, führt das in den meisten Fällen zu Streit. Ich habe Freunde, die keinen Kontakt mehr zu ihrem Elternhaus haben. Und das zu Recht. Stellen Sie sich vor, der Vater eines guten Freundes hat ihm gesagt, dass er für das Zimmer, in dem er wohnt, Miete zahlen soll. Der ist damals am nächsten Tag ausgezogen und hat seine Eltern nie wieder gesehen. Ich finde das vernünftig. So lernt man, den Haushalt zu führen und Geld zu sparen. Wo käme man denn sonst hin, wenn das eigene Kind nicht dem Haushalt hilft? Wenn Sie finanzielle Unterstützung im Haushalt benötigen, können Sie das ja auch anders formulieren. Man könnte sich doch darauf einigen, dass man die Telefonrechnung oder mal die Stromrechnung zahlt oder sich eventuell die Lebensmittelkosten oder so teilt. So machen wir das in unserem Haus. Wir teilen uns die Kosten. Das ist auch für meine Eltern eine große Hilfe, weil meine Eltern mit der Rente, die sie bekommen, gar nicht über die Runden kämen. Finden Sie, dass ältere Menschen durch die heutige Rentenreform auf Hilfe anderer angewiesen sind? Ich persönlich glaube das nicht. Ja, da stimme ich Ihnen zu. Aber man braucht ja auch seine Ruhe. Außerdem wollen die jungen Menschen auch mal Freunde oder den Lebenspartner einladen. Da würden wir doch nur im Weg stehen und zu endlosen Diskussionen haben wir keine Geduld mehr. Das ist eine Einstellungsfrage. Meine Eltern können das gut und genießen es, wenn Gäste nach Hause kommen. Außerdem habe ich mein eigenes Zimmer bzw. meine eigene Etage. Wir leben in einer Maisonette-Wohnung und da kann ich tun und lassen, was ich will. Und meine Freunde freuen sich auch, wenn sie mit meinen Eltern sprechen. Aber am meisten freuen sich meine Eltern, dass jemand zu Hause ist. Und es gibt ihnen auch ein Gefühl von Sicherheit. Das mag schon sein, aber die Ruhe ist schon ein wichtiger Faktor für ältere Menschen.
Und man kann ja auch den Notdienst anrufen, wenn man Hilfe braucht. Aber ich verstehe schon, dass in diesem Alter der Gesundheitsaspekt an erster Stelle steht. Wenn Sie das so sehen, könnte man behaupten, dass es gut ist, wenn junge Menschen wieder zu Hause leben? Es zeigt zumindest einen wichtigen Aspekt, der nie angesprochen wird. Im Allgemeinen hält man uns eingefleischte Singles, die noch zu Hause leben, für verwöhnte Menschen. Das stimmt aber nicht. Es gibt eben Menschen, die sich auch um ihre Eltern kümmern. Und ich mache das sehr gern. Man sollte den Begriff Hotel Mama nicht so abwertend betrachten, ihm nicht den negativen Touch geben, sondern auch wirklich alle Faktoren berücksichtigen, die dazu führen, dass man als Erwachsener noch bei seinen Eltern wohnt. Diese Argumente sind ja nicht verkehrt. Ich wäre auch froh, wenn ich eine Hilfe oder auch mal gute Gesellschaft habe, aber in erster Linie geht es mir darum, dass die Kinder lernen, selbstständig zu sein und ihren Haushalt ohne die Hilfe der Eltern zu führen. Es hängt also davon ab, wie man es sieht. Die einen sehen die Kinder als Unterstützung oder als Vorsorge. Für die anderen ist es eher eine antipädagogische Maßnahme, die den Kindern nicht dazu verhilft, selbstständig zu werden. Ich glaube, die Diskussion scheint verschiedene Facetten zu haben. So ist das. Herr Degen, Herr Markowski, ich bedanke mich für Ihre Zeit und dass Sie einen interessanten Beitrag zum Thema leisten konnten. Ich glaube, ich habe heute auch etwas dazu gelernt. Liebe Zuschauer, die Sendezeit ist um. Ich bedanke mich bei Ihnen und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bis nächste Woche, wenn es um... Modelltest 7. Hören Teil 1. Beispiel. Sie hören eine Nachricht im Radio. Das Sparkonto der Stadtbank Nürnberg für junge Leute. Bis zu 5% Zinsen. Sie können jeden Betrag einzahlen. Es gibt keine Mindestbeträge. Sie können jederzeit einzahlen oder auch abheben. Sie erhalten einfach eine Karte. Kein Sparbuch und haben direkten Zugang zum E-Banking. Wenn Sie nicht älter als 28 Jahre sind, immer gut bei Kasse sein wollen und bereits eine feste Anstellung haben, dann ist das genau das Richtige für Sie. Darüber hinaus bieten wir auch Darlehen für Studenten unter 28 Jahren. Wir helfen Ihnen bei Ihrem Studienbeginn mit günstigen Rückzahlkonditionen. Besuchen Sie uns einfach oder rufen Sie uns an. Ihre Stadtbank in Nürnberg. Nummer 1. Sie hören eine Ansage im Zug. Guten Tag, verehrte Gäste. Wir begrüßen alle neu hinzugestiegenen Fahrgäste im ICE auf der Fahrt von Köln nach München über Mannheim, Stuttgart, Ulm und Augsburg. In unserem Speisewagen erwarten Sie heute ab 11.30 Uhr regionale und überregionale Spezialitäten aus dem schwäbischen und bayerischen Land. Geröstete Maultaschen mit frischem Salat oder Pilze in Rahmsoße mit Knödeln. Dazu eine Tortenauswahl aus Bayern und dem wunderschönen Schwabenland. Heute im Angebot unsere Spätlese, der französische Burgunderrotwein. Der Besuch des Speisewagens ist reservierungspflichtig. Melden Sie sich hierfür bitte bei Ihrem Zugpersonal. Das Bahnteam wünscht Ihnen eine gute Reise. Nummer 2. Sie hören eine Werbung im Radio. Zu zweit durchs Leben. Kann es denn etwas Schöneres geben? Aktion für einsame Herzen. Bei uns findet ihr euren Traumpartner oder eure Traumpartnerin fürs Leben. Kostenlos. Keine Gebühren für die Datenaufnahme. Erste Partnervorschläge schon nach einem Tag. Ruft gleich an. 01805 24 83 373.
Besucht auch unseren Datingbus am Valentinstag am Scheidplatz. Sitzplatzreservierungen sind über unsere Homepage möglich. Es besteht aber keine Reservierungspflicht. Fahrkarten und das Tourprogramm erhaltet ihr dann beim Busfahrer. Die Abfahrtszeiten sowie die Fahrkartenpreise für den Bus erfahrt ihr auf unserer Dating-Homepage. Fahrt mit, es lohnt sich! Nummer 3. Sie hören eine Ansage auf Ihrem Anrufbeantworter. Hier ist Beate. Es ist so schönes Wetter heute und die Kinder wollten in den Tierpark. Also habe ich mir überlegt, ob wir nicht gemeinsam in den Tierpark nach Friedrichsfelde fahren. Da ist heute nämlich großes Programm angesagt, die 50-Jahr-Feier des Parks. Es gibt ein großes Programm ab 10 Uhr mit Musik, Kaffee, Spiele für die Kinder und die ganz Kleinen können das Schafgehege besuchen. Das Wildrehgehege kann außerdem mit einem Kleinbus befahren werden. Die Adlershow findet allerdings heute nicht statt. Also, überlegt es euch und ruft zurück. Wir fahren so gegen 10.30 Uhr los. Nummer 4. Sie hören eine Nachricht im Radio. Gestern Abend brannte es in einer Spielwarenabteilung. Der Brand wurde wahrscheinlich durch einen Kurzschluss ausgelöst. Das Feuer entfachte schnell und breitete sich über die Lagerhalle aus. Nach Angaben der Polizei sei niemand schwer verletzt. Nur der Hausmeister erlitt durch den starken Rauch Atembeschwerden und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Feuerwehr schätzt den Schaden auf über 500.000 Euro. Das Spielzeug wird aber in den nächsten Tagen pünktlich an die Spielwarengeschäfte im Kreis Böblingen ausgeliefert. Der Nachrichtensprecher der Firma meint, dass die neuen Produkte noch kurz vor Weihnachten in den Regalen stehen werden. Nummer 5. Sie hören eine Ansage auf Ihrem Anrufbeantworter. Hallo Renate, hier ist Vicky. Wir sind noch im Krankenhaus, aber mach dir keine Sorgen. Klaus ist stabil. Der Arzt meint, dass es ihm ab morgen wieder besser geht. Er muss den Mofa-Fahrer völlig übersehen haben. In letzter Minute hat er versucht, mit seinem Auto auszuweichen. Dabei hat er ein parkendes Auto gerammt und ist mit dem Kopf auf das Lenkrad geknallt. Also mach dir keine Sorgen. Ab morgen kannst du ihn besuchen. Er liegt auf Zimmer 208 im zweiten Stock. Hören Teil 2. Sie sitzen in der Maschine auf dem Weg nach Korsika und hören die Ansage. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich an Bord dieses Airbus A321 auf unserem Flug nach Korsika. Mein Name ist Sabine Segers und ich bin heute Ihre verantwortliche Flugbegleiterin auf diesem Flug. Im Namen von Kapitän Rainer Koch und unserer ganzen Bordbesatzung wünschen wir Ihnen einen schönen und angenehmen Flug. Bevor wir Ihnen den kurzen Videofilm mit den Sicherheitsvorkehrungen zeigen, möchten wir Ihnen noch mitteilen, dass dies ein ganz besonderer Flug ist, denn unser Kapitän Rainer Koch fliegt heute zum letzten Mal für unsere Fluggesellschaft, bevor er in den wohlverdienten Ruhestand geht. Er hat 40 Jahre für unsere Fluggesellschaft gearbeitet und in den letzten 4 Jahrzehnten verschiedene Flugzeugtypen, wie zum Beispiel auch diesen Airbus A321 geflogen. Rainer Koch ist eine faszinierende Person und hat jeden Menschen mit einem freundlichen Lächeln begrüßt. Er war für viele Piloten unserer Airline auch als Flugtrainer tätig. Er hat als Fluglehrer unserer Flugschule in den 90er Jahren die neuen Piloten ausgebildet.
Außerdem wird unser Pilot Rainer Koch heute 60 Jahre alt und dazu möchten wir ihm recht herzlich gratulieren. Für diesen großen Tag und das doppelte Ereignis hat sich unsere Fluggesellschaft in Kooperation mit der Flugsicherheitskontrolle Frankfurt etwas ganz Tolles ausgedacht. Sie werden in Kürze erleben, wie man in der Fliegerwelt Abschied von Piloten nimmt. In Frankfurt wird unser Flugzeug zuerst durch die Feuerwehrlöschfahrzeuge zum Abschied mit Wasser bespritzt. Danach wird sich der Kapitän höchstpersönlich von dem Flughafen und dem Tower verabschieden, indem er nach dem Start in der Luft die Flügel der Maschine dreimal bewegen wird. Das heißt, dass es gleich nach dem Start ein paar Mal wackeln wird und Sie dreimal die Flügel nach rechts und sofort nach links bewegen sehen. Machen Sie sich keine Sorgen, das ist für die Maschine und deren Sicherheit überhaupt nicht gefährlich. Die Maschine ist für weitaus extremere Situationen ausgestattet. Wir haben die Erlaubnis bekommen, auch einmal eine Runde über Frankfurt zu drehen. Und das machen wir im Tiefflug, das heißt, wir werden in einer Höhe von ungefähr 1000 Metern über die Rhein-Main-Metropole fliegen. Genießen Sie mit uns diese einmaligen Momente und Bilder. In Korsika angekommen, darf der Kapitän einmal in 15 Metern Höhe über die Landebahn fliegen, ehe wir landen. Das nennt man in der Fliegersprache einen Low-Pass. Das bedeutet, Sie werden in einer Geschwindigkeit von 300 Kilometern pro Stunde über die Landebahn fliegen, dann drehen wir zwei Kurven, bevor wir endgültig landen. Machen Sie sich keine Sorgen, wir werden pünktlich in Ajaccio ankommen. Hören Teil 3. Sie sind an einer Bushaltestelle und hören, wie sich ein Mann und eine Frau über eine Reise unterhalten. Hallo Nathalie. Servus Georg, wie geht's? Danke, gut. Und dir? Mensch, erzähl, wie war es im Urlaub? Ja, irre. Marie und ich sind ja letzten Montag nach Mykonos geflogen und wir hatten super Wetter. Wir sind morgens um 8 im Regen abgeflogen und sind auf der griechischen Insel so gegen Mittag angekommen. Von der Maschine habe ich das blaue Meer gesehen. Schon richtig einladend. Echt? Ja, und dann sind wir ins Hotel gefahren. Ich habe sofort meine Badesachen angezogen, habe mir mein Handtuch und das Sonnenöl geschnappt und bin direkt ans Meer gegangen. Es war umwerfend. Das Meer, die netten Menschen, die Sonne. Und Marie? War sie nicht dabei? Na. Sie wollte ja ihren Traummann finden, den sie auf der Tourismusmesse kennengelernt hatte. Ach ja, Kostas, von dem schwärmte sie ja so sehr. Sie hat sich ja direkt in ihn verliebt und musste ihn unbedingt sehen. Als wir im Hotel waren, hat sie nach seinem Restaurant gefragt. Du weißt ja, er führt ein Unternehmen auf der Insel. Das hat sie dann auch schnell herausgefunden, aber... Aber? Kostas war gar nicht da. Er war bei seinem Bruder in Athen. Also musste sie warten, bis er vom Festland wieder zurückkam. Da muss sie sich ja sehr geärgert haben. Sie war sehr traurig. Aber ich habe ihr gesagt, dass das ja nicht auszuschließen war. Denn Kostas wusste nicht, dass sie kommt. Gott sei Dank war er aber im übernächsten Nachmittag schon wieder auf der Insel. Das erfuhr sie dann über den Empfangschef des Hotels, weil beide sehr gut befreundet sind. Wir planten daraufhin ein Abendessen im Restaurant. Hat sie ihn dann endlich getroffen? Kostas war sprachlos. Sie rannte in seine Arme. Ich glaube, ich war so froh, dass sie ihn endlich sah und ehrlich, mir kamen die Tränen. Rührend. Wie habt ihr denn den Rest eures Urlaubs verbracht? In den darauffolgenden Tagen hat uns Kostas die Schönheiten der Insel gezeigt. Unberührte Buchten und glasklares Wasser. Wir waren auch auf einer Nachbarinsel mit dem antiken Orakel und den Palästen. Einfach traumhaft. Wow, nicht schlecht. Und jetzt seid ihr wieder hier zurück im Alltag. Wieso wir? Na, nur ich. Denn Marie hat sich noch ein paar Tage Urlaub genommen und ist auf Mykonos geblieben. Hören Teil 4. Der Moderator der Sendung Aktuell diskutiert mit Bettina Wedel,
Leiterin der Deutschen Flugsicherung, und Michael Krutschke, Vorstandsvorsitzender der Low-Cost-Airline Schnellflug GmbH, zum Thema Billigfluglinien gegen Linienfluggesellschaften. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Aktuell. In unserer heutigen Sendung geht es um die Frage Billigfluglinien oder Linienfluggesellschaften. Dazu haben wir zwei Gäste eingeladen. Frau Bettina Wedel, Leiterin der Deutschen Flugsicherung in Frankfurt, und den Vorsitzenden der Low-Cost-Airline Schnellflug GmbH, Michael Krutschke. Die Bundesbürger sind ja Spitzenreiter beim Reisen. Und nach Angaben des Statistischen Bundesamtes fliegen immer mehr Passagiere mit Billigfluglinien. Frau Wedel, warum? Das liegt zum einen an dem starken Interesse der Bundesbürger am Reisen, aber auch an den hohen Kosten der großen Fluglinien. Und der Bürger möchte eben günstig fliegen, das ist doch klar. Richtig, unser Motto ist: Bring den Gast zum bestmöglichsten Preis an seinen gewünschten Ort. Wir würden auch nicht mehr Geld verlangen, nur um einen höheren Profit zu erzielen. Naja, ich möchte Ihr Vorhaben nicht schlecht machen, aber das Geld, das die Airlines ausgeben, wird ja in erster Linie für die Sicherheit ausgegeben und dies hat eben höchste Priorität. Ist das bei Ihnen gewährleistet? Wer hat denn gesagt, dass wir uns nicht für die Sicherheit einsetzen? Ich bitte Sie, das ist doch lächerlich. Wir haben die jüngste Flotte in Europa und fliegen ausschließlich mit den besten Flugzeugtypen. Warum sollten wir den Gästen keine Sicherheit bieten? Welche Airline tut das bitte? Frau Wedel, Sie sprechen da etwas an, wovon viele Menschen nichts wissen. Könnten Sie uns das etwas näher erklären? Die Airlines haben bestimmte Ausgaben, wie zum Beispiel Spritpreise, Flughafenmieten für Parkpositionen, Gehälter, aber es werden auch Summen an Gelder für die Sicherheiten ausgegeben. Die Maschinen werden täglich gewartet, damit die Passagiere sicher fliegen können. Das passiert bei Billigfluglinien nicht in demselben Maße. Unsere Airline besteht schon seit 7 Jahren und wir haben nie einen Vorfall gehabt. Geschweige denn einen Unfall mit Verletzten, ja sogar Toten, wie bei anderen Airlines. Warum gibt es dann diesen Streit zwischen den Airlines? Wir sind doch auf einem freien Markt. Ist das nicht fairer Wettbewerb? Laut Meldungen der Flugsicherheitskontrolle machen diese Fluglinien das wenige Nötigste, haben aber trotzdem laut Gesetz die Erlaubnis zu fliegen. Außerdem fließt bei solchen Fluglinien das Geld durch andere Ressourcen wieder herein. Wenn man zum Beispiel Übergepäck hat oder wenn man seine eigene Bordkarte nicht ausgedrückt hat, dann gibt es Preisaufschläge, die den gesamten Betrag in die Höhe steigen lassen. Dieses Geld fließt aber in die Kassen der Airlines, nicht in die Sicherheit. Wenn Sie mit einer anderen Fluggesellschaft fliegen, haben Sie dieselben Abgaben am Flughafen. Für Übergepäck zahlt man einfach mehr. So ist das festgeschrieben. Eine Airline würde nie verlangen, Bordkarten auszudrucken, würde nie viel Geld für ein Übergepäck verlangen und drückt schon mal ein Auge zu, wenn der Koffer 1 Kilo mehr wiegt. Warum machen Sie das Gegenteil? Das ist einfach. Je mehr Koffer ich habe, desto mehr Sprit verbraucht man in der Luft. Kerosin ist seit den Konflikten im Nahen Osten nicht mehr billig. Aber für Kosten, die man nicht verschuldet, sollte man auch nicht extra zahlen. Ist doch plausibel, oder? Mittlerweile hat sich aber auch herausgestellt, dass das Prinzip eher unlukrativ geworden ist. Die Billiglinien benutzen ja nicht die zentralen Flughäfen einer Stadt, sondern alte Militärflughäfen fernab von den großen Städten. Das bedeutet im Klartext für einen Passagier, dass er den weiten Weg zum Flughafen aufnehmen muss. Dieser Weg ist in der Regel viel weiter und teurer. Das muss man sich dann doch zweimal überlegen, ob man sich auf den Weg dorthin macht. Ich finde, da übertreiben Sie sehr. Wir fliegen auch von zentralen Flughäfen ab, aber wir fliegen eben auch von dezentralen Flughäfen ab. Wir fördern somit die Wirtschaft einiger Orte. Ist das nicht super?
Machen das denn nicht auch die großen Airlines, Frau Wedel? Ja, sicher. Jeder Konzern schafft Arbeitsplätze und fördert die Wirtschaft einer Stadt. Es ist nicht zu bestreiten, dass die Billigfluglinien nicht dasselbe tun. Keine Frage. Dann frage ich mich, wo der Unterschied ist. Warum gibt es den Streit zwischen den Billigfluglinien und den Linienfluggesellschaften? Ich glaube, das liegt am hohen Wettbewerb. Große, renommierte Fluglinien können dem Wettbewerb nicht standhalten und das ist es, was ihnen Kopfzerbrechen bereitet. Sie können nicht einfach dieselben Angebote machen wie wir. Außerdem bieten wir wirklich tolle Flugziele an und ändern unser Streckennetz je nach Bedarf. Dem kann ich nicht zustimmen, kann es aber auch nicht abstreiten. Ich bin für die Sicherheit in der Luft zuständig und wenn diese nicht gewährleistet ist, dann müssen wir als Behörde eingreifen. Das haben wir bereits bei einigen Fluggesellschaften gemacht, die Sicherheitsvorkehrungen nicht gewährleisten konnten. Es gibt hierfür auch eine Liste der Fluggesellschaften, die weder in Deutschland landen noch unseren Luftraum betreten dürfen. Also im Grunde ist es egal, ob Sie mit der einen oder anderen Fluglinie fliegen. Es geht mehr darum, wie sehr man darauf vertraut, sicher zu fliegen und was man für einen Flug zahlen möchte. Nein, sicher nicht. Ja, das ist richtig. Die Sicherheit geht vor. Sonst würden die Dinger womöglich vom Himmel fallen und das wäre nicht sehr gut. Frau Wedel, Herr Krutschke, ich bedanke mich für Ihre Zeit und dass Sie Ihre Meinung zum Thema geäußert haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bis nächste Woche, wenn es wieder heißt Aktuell. Modelltest 8. Hören Teil 1. Beispiel. Sie hören eine Ansage im Zug. Guten Tag, verehrte Fahrgäste. Ich begrüße alle neu hinzugestiegenen Passagiere im ICE 875 nach Karlsruhe. Mein Name ist Christian Heise. Ich bin Ihr Zugbegleiter auf dieser Fahrt. Unser nächster Halt ist Frankfurt am Main. Planmäßige Ankunft 12.45 Uhr auf Gleis 8. Dort haben Sie Anschluss an den Eurocity 1-2 nach Amsterdam. Planmäßige Abfahrt 13.05 Uhr auf Gleis 9. An den Nahverkehrszug nach Wiesbaden. Planmäßige Abfahrt 12.55 Uhr auf Gleis 5. Sowie an die S-Bahn nach Frankfurt Flughafen. Planmäßige Abfahrt 13.08 Uhr auf Gleis 2. Das gesamte ICE-Team wünscht Ihnen eine angenehme Reise. Nummer 1. Sie hören folgende Informationen während eines Telefongesprächs. Mal sehen, ob wir noch einen Tisch frei haben. Das ist leider etwas zu spät, aber warten Sie mal. Moment, wenn Sie am Sonntag eine Stunde später kommen würden, also erst um 21.30 Uhr, könnte ich Ihnen einen Tisch für 5 Personen reservieren. Am Samstag habe ich leider nichts mehr frei. Sie können es aber gerne noch einmal am Freitag versuchen, falls eine Buchung abgesagt wird. Es tut mir wirklich leid, aber rufen Sie doch noch einmal am Freitag an. Nummer 2. Sie hören eine Werbung im Radio. Sie wollen Ihre Englischkenntnisse auffrischen und das mit ein wenig Unterhaltung und Urlaub kombinieren? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Eurolanguages, wir bieten Ihnen Sprachreisen in 15 Ländern und zu günstigen Konditionen an. Versuchen Sie es doch mal, zum Beispiel 3 Wochen Englisch in Schottland für 399 Euro oder 4 Wochen an der spanischen Riviera mit Vollpension für nur 799 Euro. Wollen Sie sich das entgehen lassen? Wir bieten auch Fachsprachen für deutsche Firmen vor Ort an.
erkundigen Sie sich auf unserer Webseite oder besuchen Sie uns in der Königsstraße 26 in Stuttgart. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Nummer 3. Sie hören den Wetterbericht im Radio. Heute scheint den ganzen Tag die Sonne. Nur am Nachmittag können sich vereinzelt Wolken bilden. Es wird erneut sehr heiß mit Höchstwerten um die 34 Grad. Der Wind weht nur schwach von Osten. In der Nacht bleibt es meist klar und die Temperaturen gehen auf 22 bis 17 Grad zurück. Weitere Aussichten für morgen. Am Vormittag noch sonnig, aber ab Mittag zunehmend bewölkt, später Regen und Gewitter. Die Temperaturen bleiben jedoch beständig. Am Abend kühlt es wieder ab und das kommende Wochenende wird spürbar frischer und angenehmer. Nummer 4. Sie hören eine Ansage auf dem Anrufbeantworter. Hier ist Anna-Maria. Du, ich habe in der Tanzschule angerufen und nach dem Kurs gefragt, für den wir uns interessieren, und die meinten, der kostet 90 Euro im Halbjahr. Bei einer Ganzjahresbuchung gibt es einen Rabatt von 20%. Naja, nur 36 Euro. Also zahlen wir für den Kurs 144 Euro. Das scheint mir verhältnismäßig teuer im Vergleich mit dem Angebot in der anderen Tanzschule, die 250 Euro kostet, aber dafür mehr zu bieten hat. Vielleicht sollten wir es nochmal in der anderen Tanzschule versuchen und nachfragen. Was meinst du? Ruf zurück, wenn du heute noch Zeit hast. Ansonsten haben wir immer noch den Kurs in der VHS, der 90 Euro kostet. Wir müssen uns das gründlich überlegen. Nummer 5. Sie hören eine Ansage auf Ihrem Handy. Mobilfunk Plus. Wenn Sie Ihre Einheiten abfragen wollen, drücken Sie die 1. Wenn Sie Ihr Guthaben aufladen wollen, drücken Sie die 2. Wenn Sie... Bitte geben Sie den Code Ihrer Karte ein und drücken Sie anschließend die Taste unter der Nummer 9. Ihr Betrag wird Ihnen sofort gutgeschrieben. Sie haben nun 7,80 Euro auf Ihrem Guthabenkonto. Falls Sie nun zum Hauptmenü zurück wollen, drücken Sie nochmal die 9. Unser Angebot für Sie mit 11 Cent pro Minute können Sie neuerdings auch Auslandsgespräche führen. Ihr Guthaben wird dafür mit 3 Cent extra prämiert.